Flughafen Köln-Bonn. Aus München kommend ist hier soeben die Popgruppe Alphaville gelandet. Wenn die inoffiziellen Zahlen stimmen, ist sie ab morgen die Nummer 1 in Deutschland. Jetzt ist es ungefähr 4 Uhr. Kurz nach 7 sollen sie live in nordrhein-westfälische Fernsehzimmer flimmern. Frank, ganz schöner Andrang hier. Hast du damit gerechnet? Nee, so schnell noch nicht. Kurz wird der fernsehfähige Bühnendress übergeworfen, dann der Weg ins Studio. Letzte Regieanweisungen. Vormittagsfernsehen in München, jetzt in Köln. Was bleibt jetzt noch an Verständnis für die Tausende von Fans, die auf die Sendung warten? Wir versuchen im Augenblick noch, solange das noch also überschaubar ist, also auf diese Briefe zu antworten und irgendwie was dazu zu sagen auch. Jetzt kommt der Superknüller zurzeit hier in der Bundesrepublik, die Nummer 1 in Hitparade. Es würde mich gar nicht wundern, wenn es bald auch in England und Amerika so wäre. Die Gruppe kommt aus Münster, nennt sich Alphaville und der Titel Big in Japan. Bernd, die Trophäe für die Nummer 1 in Deutschland hast du noch dabei. Alphaville, Big in Japan, ihr seid groß in Deutschland zurzeit. Aber du siehst mir aus wie fertig im Kölner Hauptbahnhof. Ja, ich bin ein bisschen kaputt. Tag ist für dich noch nicht zu Ende. Na, ich muss jetzt noch nach Bielefeld fahren und muss morgen früh dann um 7:30 wieder zum Zivildienst. Und ich bin dann heute seit 4 Uhr auf dem Bein. Ein bisschen gestresst. Mach's gut. Tschüss. Ja, tschüss, besten Dank. Marian Gold ist der Meister der Melodien und das Goldkehlchen lag mit seinen Songs von Beginn an Gold richtig. Goldene Schallplatten gleich für das erste Album von Alphaville 1984. Ich habe da als Küchenhilfe gearbeitet in so einer Kneipe in Münster. Und das hat eben dann dazu geführt, dass mich dann irgendwann der Koch rausgeschmissen hat, weil er gesagt hat, Alter, die spielen andauernd euer Lied da im Radio, du hast hier nichts mehr zu suchen. Gleich ihre erste Veröffentlichung macht sie weltweit bekannt. Alphaville entwickeln ihr Strickmuster für grandiose Synthie-Pop-Songs und werden schnell zu Alpha-Tieren der Szene. Wir sind Alphaville. Der exzellente Marian Gold. Und dann ist da noch dieses Lied, zeitlos schön seit inzwischen 39 Jahren und ein Lied, das auch andere Künstler mögen. Da steht Beyoncé auf der Bühne und singt unser Lied und also eine der schönsten Frauen auf der ganzen Welt singt unser Lied, toll. Marian Gold ist heute das einzig verbliebene Gründungsmitglied von Alphaville. Manchmal leiht er seine Stimme auch anderen Bands. Als Musiker ist es eigentlich deine vordergründigste Aufgabe, nicht erwachsen zu werden. Du hörst nie auf, in diesem Sandkasten von Kreativität zu sitzen. Ziemlich verspielt ist auch sein Hund. Ihn sieht er zurzeit aber nicht allzu oft, denn die 40 Jahre Alphaville-Tour hat viele Termine. Mit großem Orchester und den ganz großen Hits. Und also Marian Gold, herzlich willkommen nochmal bei uns im Studio. Hallo. Ja, eine tolle Geschichte. Ein großer Teil deutscher Musikgeschichte haben Sie geschrieben. Haben Sie sich da gut wiedergefunden in diesem Film über Sie und Alphaville? Ja, also ich meine, das sind einige wenige Stationen gewesen auf einer ziemlich langen Reise. Aber ich kann mich jedenfalls noch an alles halbwegs erinnern.
Und die Tour läuft sensationell, die Leute lieben das. Es ist ja im Prinzip, als wäre Alphaville immer da. Die Lieder sind auch immer präsent. Und es gibt zur Tour auch ein Album oder ist es eher ein Album zur Tour? Nee, es ist eigentlich ein ganz reguläres Album. Und die Tour, wie das normalerweise halt so ist, ist dann daraus entstanden. Und also es war ein lang gehegtes Projekt, wie gesagt, das wir schon immer irgendwo im Hinterkopf hatten. Und weil wir, also ich finde auch, dass es da Parallelen gibt oder Anknüpfungspunkte unserer Musik mit, also mit Musik des 19. Jahrhunderts, der Romantik und so. Und deswegen haben wir schon immer gedacht, dass ein Symphonieorchester eine, also nicht nur eine Ergänzung sein könnte, sondern eben auch eine Möglichkeit, also unsere eigene Musik nochmal völlig neu zu interpretieren und die irgendwie auch zu verändern. Wie das klingt, das hören Sie hier, liebe Zuschauer. Ich zeige Ihnen das mal, wenn Sie mit Ihrer Frage Marianne Gold hier bei uns im Studio landen, bekommen Sie nämlich ein Exemplar. Eternally Yours heißt das Album. So, bevor wir richtig einsteigen, würde ich sagen, es ist ja so eine halbe Stunde Gespräch, ist ja auch so ein bisschen wie so ein bisschen Sport. Und dann machen wir so ein kleines Warm-up mit 10 kleinen Schnellfragerunde-Fragen, wenn es recht ist. Okay. Mein Rezept gegen schlechte Laune ist? Musik hören. Zum Frühstück heute hatte ich? Toastbrot. Sport ist für mich? Geil. Nach Mitternacht findet man mich? Im Studio. Oh Gott. Irgendwann reise ich nochmal nach? An den Südpol. Besonders gut kochen kann ich? Ja. Ich telefoniere fast täglich mit? Ich telefoniere eigentlich kaum. Oh. Wenn ich Musik höre, dann am liebsten? Zurzeit eine amerikanische Künstlerin namens Tamar Burke. Mhm. Die ich sehr bewundere und ein großartiges neues Album gemacht hat. Bei mir zu Hause herrscht? Chaos. Ja, du hast ein bisschen vorgenommen. Ich fühle mich gerade... Super. Ja? Hat das was mit der Tour zu tun, mit dem großen Erfolg auch, dass es so gut läuft? Oder hat das mit der Musik gar nichts zu tun? Es hat damit zu tun, dass ich das immer noch machen kann. Ja. Und das ist einfach diese Obsessivität und die Neugierde, die habe ich immer noch, um das durchzuziehen und auch um irgendwie eine Perspektive auf zukünftige Projekte zu haben. In Interviews erzählen Sie da aber auch oft von Glück, das Sie hatten. Oh ja. Aber was war das damals für ein Glück, dass das so durch die Decke ging mit Alphaville? Ja, das ist eben so eine Sache mit dem Glück, dass man das nicht definieren kann. Mhm. Ne? Sonst könnte man das reproduzieren. Und Gott sei Dank geht das nicht. Also ich denke, das hängt damit zusammen, dass man irgendwie an so einer Kreuzung im Universum steht, wo alle möglichen Kraftlinien zusammenkommen und egal, was man in dem Moment macht, ob man da ein Spiegelei brät oder einen Song schreibt, das wird großartig. Das beste Spiegelei aller Zeiten. Ja. Hatten Sie das Gefühl dann später auch nochmal oder sogar jetzt in der Gegenwart, dass da viel Glück mit dem Spiel war? Ja, das passiert eigentlich andauernd. Immer wenn ich eine gute Idee habe, ist auch eine Menge Glück dabei, mhm, weil man gerade das Richtige denkt. War anscheinend eine sehr gute Idee, das mit dem Babelsberger Filmorchester zusammen zu machen, dieses Projekt, oder? Ja, das war eigentlich der Auslöser, dass wir es dann tatsächlich ernsthaft in Erwägung gezogen haben, das zu machen. Ja. Also mit so einem tollen Orchester zusammenzuarbeiten, ist eine Gelegenheit, also eine goldene Gelegenheit, die nicht so ohne weiteres wiederkommt. Und dann haben wir uns angefangen, ernsthaft zu überlegen, ob wir jetzt... Also wie wir das angehen, wir haben zwei sehr tolle Klassikarrangeure noch mit ins Boot genommen, Max Knot und Christian Lohr. Mit Christian habe ich schon vorher in einer anderen Fernsehsendung mal zusammengearbeitet, da wusste ich, dass er ein toller Typ ist, was das Arrangieren von so klassischen Arrangements angeht. Können Sie das mal schon ganz kurz erklären, nur für den Laien, also man nimmt einen Song, nehmen wir mal Big in Japan oder Forever Young. Den gibt's ja schon. Was muss man da jetzt machen, damit ein Orchester den auch spielen kann? Also es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal kann man das Orchester dazu bringen, dass es den Song einfach nachspielt. Das war genau das, was wir nicht wollten, sondern wir wollten eigentlich dieses Orchester, also die Möglichkeiten, die ein Orchester hat, irgendwie benutzen, um zu sehen, was das mit unserer Musik machen kann und wie das die Musik verändert und wie dieses Orchester vielleicht auch völlig neue Aspekte aus unseren Songs irgendwie verstärkt und also uns was Neues auch erzählt über das, was wir da gemacht haben. Ja, wir können ja uns das mal anhören, wie das dann klingt. Und zwar mit dem Song, den wir alle kennen. Und da haben wir vielleicht auch direkt so ein bisschen die Vorstellung davon, was gemeint war.
Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young, or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, whenever. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Gleich noch so ein bisschen noch was Sentimentaleres, hat man fast schon das Gefühl. Ne? Ja, also ich finde eigentlich, Forever Young ist eigentlich nicht das beste Beispiel dafür, weil, okay, weil man an dem, an der Nummer eigentlich nicht sehr viel verändern kann. Also die ist eigentlich in der ursprünglichen Version ziemlich perfekt und wir haben eigentlich da im Prinzip genau das gemacht, was wir auf dem Rest, auf der restlichen Produktion nicht gemacht haben. Wir haben es mehr oder weniger mit dem Orchester nachgespielt. Ah, okay. Also bei vielen anderen Stücken war es eben so, dass diese, dass da eben sehr starke Veränderungen aufgetreten sind. Von der Dynamik her, von also von den einzelnen Parts, dass man das Stück aufsplittet in verschiedene Teile des Orchesters, in Klarinetten und Streichinstrumente, Blechbläser und was weiß ich nicht alles. Und dadurch irgendwie eine vollkommen andere, also vollkommen neue Klangfarben bekommt und auch so ein Zusammenspiel von Klangfarben und aus einer Abtempo-Nummer wird auf einmal eine Ballade und so weiter und so weiter. Also das ist, das war ein sehr, sehr spannender Prozess, der eigentlich es beim Anhören tatsächlich irgendwie ein vollkommen neues Erlebnis, ja, gibt, wenn man das hört dann. Und dann ist ja das eine, dass man das mit dem Orchester im Studio aufnimmt und das Ganze dann aber auch auf die Bühne bringt, ja, jetzt nämlich für eine Tour. War das dann nochmal ein... Ja, das hab ich mir sehr schwierig vorgestellt. Ja. Das ist aber überhaupt nicht schwer, weil so ein Orchester, das ist einfach anders, als wenn du eine Rockshow konzipierst für die Bühne, dann... Also du musst im Prinzip alle Arrangements nochmal überarbeiten und du musst das proben, du arbeitest ohne Noten, du arbeitest ohne Dirigenten und das dauert. Also das ist, also mit einem Orchester ist es vollkommen anders. Die haben ihre Noten, das sind akademisch exzellent ausgebildete Musiker, die haben da einen Dirigenten stehen, das Arrangement steht fest. Ja. Und also wir haben vor der Tour insgesamt dreimal zusammen mit dem ja, Orchester geprobt. Also das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich hätte gedacht, wir müssen da eine Woche oder sowas für ansetzen. Weil ich auch dachte, das ist ja ein unheimlich kompliziertes Ding. Und nee, also die einzige Schwierigkeit war eigentlich mehr so die Edition, also die wir auf dem Album nicht hatten, nämlich die Band. Also auf dem Album haben wir die Band rausgelassen, weil wir wollten wirklich nur das Orchester haben. Nur das Orchester spielt die Musik. Aber für die Live-Show fanden wir das wichtig, dass wir so eine Verbindung zwischen Band und Orchester herstellen. Gibt es eigentlich einen großen Unterschied jetzt zwischen einem Orchestermusiker und, sag ich mal, so einem Rockmusiker? Also allein schon von der Disziplin oder so, also vom Verhalten her? Ja. Inwiefern? Also das möchte ich jetzt nicht irgendwie im Einzelnen ausführen. Aber es gibt allerdings auch eine Menge Gemeinsamkeiten, okay, das soll man gar nicht meinen. Also es gibt auch bei Orchestern eine Menge Rock'n'Roll. So. Okay, aber die müssen aber alle mal pünktlich sein, ich glaube, ne? Ja, die wollen das auch, ja, die wollen, okay, das vor allen Dingen auch sein. Das ist vielleicht einer der großen Unterschiede. Ne? Das ist zum Beispiel ein ganz großer Unterschied. Genau. Ich kenne das nur so auch so von so Bands, da kann der Schlagzeuger, der kann nie still, der muss immer irgendwas machen und wenn einer eine Gitarre in der Hand, ich glaube, da muss bei dem Orchester absolute Disziplin herrschen, sonst werden die alle wahnsinnig. Aber diese Erfahrung, die ist natürlich echt zu beneiden, die sie da gemacht haben. Wir gucken uns mal an, wie das dann aussieht, wenn Alphaville mit dem Babelsberger Filmorchester auf Tour geht. Da haben wir mal ein Beispiel aus der Berliner Philharmonie.